Seit einem knappen Jahr lebt Mario Götze nun in München. Viel in Erscheinung getreten ist er bisher nicht, weder auf noch neben dem Platz. Kurz vor der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders hat sich Götze nun öffentlich bei einem PR-Auftritt zur WM geäußert. Gerade im Hinblick darauf, dass es eben mein erstes großes Turnier ist, dass es meine erste Weltmeisterschaft ist, freue ich mich natürlich sehr, sehr darauf. Natürlich. Gerade dann noch in Brasilien, in so einem fußballbegeisterten Land, ich denke, dass es was ganz Besonderes wird. Anders als bei Bayern ist Götze im DFB-Team gesetzt. Bevor sich alles nur noch um die WM dreht, hat er mit den Münchnern aber noch was vor. Wie gesagt, es ist noch ein Bundesligaspiel und noch ein DFB-Pokalfinale, die ich mich jetzt erstmal konzentrieren möchte. Dann haben wir noch die Vorbereitung. Ich glaube, dann, wenn wir so langsam nach Brasilien fliegen, wenn wir dann vor Ort sind, ich denke, dann steigt die Anspannung und auch die Vorfreude auf dieses Turnier. Obwohl er noch zu den ganz jungen Spielern zählt, sind die Erwartungen an Götze groß. Der 21-Jährige ist selbstbewusst genug, eine Führungsrolle übernehmen zu wollen. Ich möchte natürlich einen großen Beitrag dazu leisten, damit wir möglichst erfolgreich sind. Ich möchte natürlich möglichst viele Tore und Assists haben. Das ist auch klar, ich glaube, das möchte jeder Spieler. Es ist einfach wichtig, dass wir als Einheit agieren, dass wir als Einheit einfach ein gutes Turnier spielen gerade und uns jetzt erstmal darauf vorbereiten, die Vorrunde zu überstehen und natürlich diese 3 Spiele zu gewinnen. Ob er nun als Zehner oder falsche Neun zum Einsatz kommt, ist ihm relativ egal. Götze hält es für wichtiger, dass die Mannschaft auf alle Spielsituationen reagieren kann. Ich habe es schon mal gesagt, es ist wichtig, dass man so ein bisschen von den Positionsgedanken wegkommt. Es ist wichtig, dass die Räume besetzt sind, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass man flexibel ist, gerade was das Angriffsspiel betrifft. Ich denke, diese Dinge sind entscheidend für einen attraktiven Fußball. Und deshalb muss man so den Gedanken ein bisschen loskriegen, dass man nur auf einer bestimmten Position zu spielen hat und nur bestimmte Laufwege hat. Es ist einfach wichtig, flexibel zu sein. Mario Götze. In Brasilien ist er einer, auf den es für die deutsche Mannschaft ankommt.